Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eschen. Wir sind hier beim letzten Mal wieder am vaganten Ruheplatz stehen geblieben, nachdem wir unter anderem Silar die Kralle gebracht haben von Ralik und sie ihr Augenlicht wieder bekommen hat. Und wir haben für Jockel einen seiner Vorfahren gefunden, Boll, die Schwester oder auf jeden Fall einen seiner weiblichen Vorfahren, und sollen jetzt als nächstes Malik finden und bei seiner Reise Geburtsrecht. Schauen wir uns die Quests und die Reisen noch mal ganz kurz an. So, Geburtsrecht von Jocke, die ganz weit in der nächsten oder sogar vielleicht übernächsten Zone. Da werden wir uns erst später drauf zurückkommen. Aber Jocke ist jetzt auch mittlerweile aufs höchste Charakterlevel aufgestiegen. Das finde ich sehr gut. Ganz treuer Begleiter hier. Und bei Silaren haben wir auch eine neue Aufgabe, eine neue Reise bekommen. Die Spinnerin der Schatten. Da sollen wir in die Irrschlucht gehen und einen Spinnerkessel finden. Ja, wären sie auch so auf dem Weg das nächste. Aber davor haben wir auch noch die Quest von Ayla. Wir sollen zur Irrschlucht gehen und Fiske töten. Ja, dürfte für sie wahrscheinlich auch dann die vielleicht sogar letzte Nebenquest sein. Da heißt es, der Schuft. Jetzt, wo Arke Schlamm unter unseren Stiefeln ist, müssen wir Fiske finden und seinen schäbigen Waffen ein Ende setzen. Er ist mit einem Haufen Schattenliebhaber in der Irrschlucht zusammen. Also das ist auf jeden Fall hier auf unserem Weg die nächste Aufgabe. Gut. Wir hatten ja beim letzten Mal ein paar Skogel gesammelt. Wir haben 50.000. Würde ich mich ja nicht darum kümmern, die bisschen zu investieren. Also, da würde ich gerne erstmal noch einen weiteren Schluck für unsere Flasche machen lassen. Oh, kostet 22.000. Dann haben wir 8 Schlucke in der Flasche. So, sicher ist sicher. Ah ja, wir haben ja auch noch die große Skoria-Menge. Dann nehmen wir die erstmal noch brauchen. So, haben wir jetzt noch 38.000. So, dann würde ich mir alle mal ansehen, ob wir uns noch ein Waffen-Upgrade machen lassen können. Ich denke aber, das müsste ganz gut funktionieren. Ach, Moment. Wir sind ja hier noch am Webtisch von Amara. Kann man mal gucken, ob wir da noch irgendwas Neues haben. Ja, hier unten. Neu. Heftig. Schaden. Plus 10%. Deine Angriffe verursachen einen Schadensbonus. Oha. Plus 10% auf alle Waffen wäre natürlich ein sehr guter Upgrade und für 1000 natürlich auch recht günstig. Mhm. Okay. Und dann haben wir noch größere Schlagkraft. Gesundheitserhöhung um 5%. Mhm. Also auf jeden Fall besser als hier oben der kleine Vigor. Den wir aber schon eine Weile nicht mehr benutzen. So, Schadensreserve haben wir jetzt angelegt. Wir haben momentan Freundschaft ausgerüstet. Treiber mit 5 plus 2%. Oder plus 2 und plus 25%. Muss man jetzt eigentlich ausrechnen, was günstiger ist. Gut. Da haben wir noch aktiv. Letzter Stand. Schaden wird reduziert, wenn wir... Ne, wir haben einen Schadensbonus, wie niedrig unsere Gesundheit ist. Ich glaube, den werde ich mal ablegen. Und stattdessen werden wir lieber den dauerhaften Plus-Schaden nehmen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, dann nehmen wir mal den letzten Stand raus. So. Und nehmen dafür heftig. Das gefällt mir besser. Das klingt... Dauerhafter Schaden ist definitiv sinnvoller. So, was haben wir denn noch aktiv? Wir haben hier noch den Treiber. Die plus 5% auf Gesundheit klingt sehr gut. Mal schauen, was wir dann können. Wir könnten mal das mit dem Robuster mal rausnehmen. Wir hatten letztes Mal die bessere Rüstung gefunden. Sollten wir eventuell mit hinkommen. Also legen wir mal Robust ab. Und legen dafür die größere Schlagkraft und mehr Gesundheit an. Sehr schön. So. Haben wir noch 36.500 Skoria. Naja, und unsere HP-Leiste ist über der Ausdauerleiste. Das ist natürlich sehr schön. So. Dann gucken wir mal, was das jetzt noch reicht für ein Waffen-Upgrade. Ich hoffe jedenfalls. Jetzt nicht merken, wie viel das ist. 26.000, sehr schön, das reicht. Ja, dann würde ich gerne unsere Spießkeule nochmal erhöhen. So, machen wir das. Auf mit Asche versetzte Spießkeule plus 2 erhöht. Sehr schön. Macht jetzt 135 Schaden. Sehr, sehr schön. Gut. Und wir hatten ja einen an Speeren verwendet. Mal gucken, dass wir uns da nochmal ein paar neue machen. Hier mal Borsa an der Werkbank. So, Knochenspeere haben wir genug, aber wir haben von den alten Speeren nicht mehr so viel. Oh, können wir uns ja nochmal ein paar herstellen. Wir haben da ja ordentlich eingesetzt. Ja, das war ja auch an ein paar Stellen sehr, sehr hilfreich. Machen wir hier noch ein, zwei Mal Maschinen, wie wir ihn auch hinkriegen. Ja, einmal würde ich jetzt mal machen. So, dann haben wir 40 Speere. Die haben sich ja als sehr, sehr praktikabel hier erwiesen. Da gebe ich die Skoreane aus. Na, machen wir noch mal. 50 Speere, das klingt gut. So, dann können wir mal das andere, was wir noch so bei uns mit uns rumtragen, in die Kiste packen.
Vielleicht finden wir ja ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Der nächsten Reise. So, also, was haben wir da? Wir haben die Kästenrüstung eines Oberlords. Die packen wir mal weg. So. Und wir haben hier noch das geschmiedete Klageglied eines Ausgestoßenen. Das kommt auch erstmal in die Kiste. So. So sieht es doch alle ganz nett aus. Gut. Ja, keine Speerspitzen mehr. Oha. Nur noch drei. Moniert. Gut. Na denn. Dann können wir wieder auf unseren Diasora steigen. Und zur Irrschlucht fliegen. Machen wir das. Naja. Der Reisepunkt heißt der Webstuhl. Okay. Dann auf zum Webstuhl. Und da hat uns unser Diasor auch ganz sicher wieder zum Webstuhl gebracht. Sehr schön. Okay, dann können wir uns jetzt erstmal hier in Ruhe umsehen. Gut, aber eins würde ich gerne machen. Möchte hier auf jeden Fall wieder Jockel als Begleiter. So. Christ Einstein kommt da ja auch nicht gleich hinterher. So, schauen wir uns erstmal um. Wir hatten ja schon mal einen Blick von oben geworfen. Jetzt sah ja sehr ruhig aus hier. Da war ja keine Gegner zu sehen. Und da ist auch schon Jockel. Gut, dann können wir uns wieder die Quest von Ayla einstellen, denn das wird die erste sein, vermutlich, die wir hier machen müssen. Oder können, vielmehr. So, schauen wir mal. So, jetzt wäre erstmal interessant. Da oben liegt auf jeden Fall was, so wie das aussieht. Ich werde da hochkommen. Mal hier an der Seite irgendwie hoch. Und hier vom Stein. Mal sehen. Mal ranspringen. Mein, ups, da war ja nicht abgesprungen. Machen wir halt Anlauf. Nee. Aber wie nicht hoch. Okay. Oben sind auch Mönche. Dann muss ich mit dem Speer hochschießen. Gucken wir mal. Ah ja, hier scheint mal eine Kante zu sein. Hier kommt man garantiert hoch. Ja, hier geht es. Sehr schön. Hier hoch. Wollen wir über die Brücke kommen. Okay. Und hier brauchen wir die Hilfe von Jockel. So, Jockel, mal bitte klettern. Helfen, wie mehr. Da haben wir ja gleich am Anfang geübt mit dir. So. Aha. Ja, dann hat Jockel eigentlich so einen Rucksack dabei. Ist mir noch nie aufgefallen. Aha. Ja, scheint sie weiterentwickelt zu haben. Er trägt ja jetzt auch diese Maske. Okay, gut. Da drüben liegt erstmal ein Skelett. Darum wollten wir uns jetzt eigentlich kümmern. Und nicht Jockels Outfit angucken. Gut. So, naja, so wie sich unser Outfit verändert, verändert sich offensichtlich auch Jockels Outfit. Finde ich sehr, sehr schön, ja. So, da drüben liegt auch noch was. Haben wir gleich übersehen. So, wie kommen wir da hin? Ja, können wir da rüber springen, vermutlich. Ja, ganz ohne Probleme. Okay, warte, mich ein bisschen wundert, dass das hier so ruhig ist. Ich in eins der Gegner bisher. Naja, ich habe noch ein bisschen Sapiensmoos. Naja, gut, wieder mal. Aber ich mich auf jeden Fall beschweren. Mittlerweile braucht man ja auch mehr als ein Sapiensmoos für die Waffenverbesserung. So. Ah ja, na, wo war ich's denn? Da unten steht auch Ela wenigstens. So, kümmern wir uns um den erstmal. Geht doch gut. Also die stärkere Keule macht sich definitiv bemerkbar. So, schauen wir mal hier weiter, ob wir noch irgendwas Nettes finden. Ah ja, ja, wieder den Ausblick. Oh je, je. Schon sehr interessant. Gut. Aber da war nichts. Gut. So, da links scheint es irgendwie die Felsen hoch zu gehen. Okay. Und hier erstmal über die Brücke und da vorne. Ah ja, hier war wohl mal eine größere Brücke. Die ist wohl eingestürzt. Oh, das sieht aber interessant aus. Mal gucken, ist hier vorne noch irgendwas vielleicht versteckt hinter dem Felsen? Da liegt doch garantiert noch, da sitzt doch garantiert noch ein Skelett. Nee, okay, aber da drüben sitzt Jens, in Ordnung. Da drüben ist auch nur, okay, dann wo nur das da? Nö, gucken wir uns mal das Skelett da an. So. Oh, noch mal ein bisschen Sapiensmoos. Okay, gut. Aber wir werden dran vorbeilaufen, hätten wir uns die Brücke nicht angeguckt. Sehr schön. Gut. So, da scheint Aufhängung zu sein. Jetzt aber auch noch weiter. Gucken wir erstmal hier lang. Naja, das soll wohl eine Warnung sein da mit den Skeletten. Na gut, die ignorieren wir mal hier flissentlich. So, hier kommen wir auch erstmal weiter. Gut. Naja. Okay. Gut. Irgendwie oben. Scheint die gleiche. Scheint das gleiche zu sein. Ja, ja, das auch. Genau, man kann die nur den Aufhängung wählen, so wie es aussieht. Okay, da vorne liegt was. Und da vorne scheint wieder so ein, also das wäre so ein Dicker. Sieht nach so einem Dicken aus. Der großen Zweihandkeule. Ja, definitiv. Oh, der hat uns schon gesehen, offensichtlich. Na, guckt aber ungestüm an. Und da ist er auch schon erledigt, ja.
Sehr schön. Naja, ihr habt hier auch 1000 Skorpione, wie man letztes Mal schon bemerkt. Sehr schön. Aber wahrscheinlich ein bisschen gepusht durch unsere Flügel. Wir übertragen durch unser Relikt. Das macht ja auch ein bisschen was aus. So, und wir haben den Webstuhl jetzt erreicht. Oh, da oben haben wir noch jemanden. Ja, zum Glück den Speerwerfer, so wie es aussieht. Wir haben erstmal eine Speerspitze aber gefunden. Okay, lassen wir den erstmal rankommen. Ich komme ja nicht zum Schlagen, Jochen ist viel schneller. So, was hatte der dabei? Gesprenkelten Pilz. Sehr schön. Nutration. Sehr schön. Gut, hier unten liegt ohne ein Skelett und hier scheint auch keiner weiter zu sein. Mann, das ist ja wirklich verdächtig ruhig hier. Na, das soll uns wohl einlullen. Wird garantiert noch schlimmer. Garantiert noch eine Stelle, wo wir plötzlich völlig überrascht werden. Ah. Das ist schon klar. Okay, da drüben sind erstmal zwiegeschieden. Oh, sehr vereinzelt. Oh, also ja, kein Problem. Kümmern wir uns erstmal. Ah, ja, kommen aber wieder gleichzeitig. Auch. Bisschen getroffen. Das ist nicht gut. Und da kommt noch ein Später. Das ist mal runtergefallen. Das müssen wir hochkommen. Und oh, erledigt. Das ist schön. So. So, jetzt holen wir uns erstmal oben das Skelett, was da noch lag. Bevor wir weitermachen. So. Mal gucken, was der dabei hatte. Eine Sapientwurzel. Na, aber wenn wir sicherlich für die höheren Upgrades auch noch ein paar von brauchen. So, was ist denn da drüben? Eine Plattform. Wenn hier mal klettern kann. Das sieht aber interessant aus, ob man da auch vielleicht noch hochkommt. Wäre jetzt eine interessante Sache. Naja, wer jetzt. Naja, so, jetzt sieht es zu zerbrochen aus. Ich glaube, das ist nur Deko. Nö. So. Soll zum Ambiente beitragen. Aber schon sehr nett hier, diese Schlucht. Auf jeden Fall. Fällt mir sehr, sehr gut. Also, dass die Gegenden sich so sehr unterscheiden. Also, doch sehr, sehr einmalig, jede Zone bisher. Also, auf jeden Fall eine sehr große Augenweide. Wie soll man sagen? Ah, interessantes Feature hier auch mit den aufgehängten Vögeln. Was wollen die uns damit sagen? Also, Vogelliebhaber sind es definitiv nicht. So, oh, hier für eine Konstruktion. So eine wilde Holzkonstruktion. Eine Hütte. Oh, da rechts steht einer. Mit dem Speer schon wieder in der Hand, so wie das aussieht. Finde ich nicht gut. Den kriegen wir so nicht. Da müssen wir uns mal andersrum kümmern. Haben wir hier die. Ja, wir haben die alterten Speere angelegt. Das ist gut. Dann werden wir den uns mal vorknöpfen. Der hat uns so scheinbar gar nicht bemerkt. Das ist natürlich gut. Kümmern wir uns ihm, bevor er uns bemerkt. Gut, er hat jetzt hier nicht großartig gescheckt. Gut, in Ordnung. War erledigt. So, da haben wir noch ein Skelett. Holen wir uns das mal. Oh, gut. Haben wir da. Sapiensmoos wieder. Okay, sehr schön. Ach, Jockel ist frohfreudig und springt hinterher, falls hier irgendwas passiert. So, da drüben liegt ohne ein Skelett. Sehr schön. So, mal gucken. Wow, das sieht ja sehr interessant aus da hinten. Das sieht ja beinahe aus wie eine Spinne. Uiuiui. So, jetzt noch die Frage, kommen wir hier irgendwie rüber? Ich weiß nicht, ich möchte da nicht unbedingt drüber springen. Oh, was ist denn das da drüben? Das sieht ja interessant aus. Irgendeine Gestalt mit mehreren Armen. Ich möchte schon wieder dahin kommen. Wahrscheinlich oben irgendwo lang. Oh je. Wo werden wir denn dahin müssen? Meine Güte. Ah ja, um die Ecke links steht noch einer. Auch wieder ein Speerwerfer. Na, hoffentlich kommt der jetzt. Der hat jetzt schon erreicht. Kommt der jetzt? Kommt der jetzt nicht? Nee, scheint nicht zu kommen. Dann müssen wir mit dem Speer uns um ihn kümmern. Sehr schön. Können um die Ecke werfen. Sehr schön, der ist erledigt. Moment, da hinten ist noch einer. Kommt der noch immer her? Auch. Keine Ausdauer mehr, das ist nicht gut. Okay. Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal unsere Flasche verbessern lassen. Die ist nicht mehr so. Die stellt uns wieder nicht ganz voll her. Gut, okay. Noch einer? Da unten bewegt sich definitiv noch zwei. Wo kommen die denn her? Aha, Moment. Um die müssen wir uns erstmal kümmern. Nicht, dass sie uns hier in den Rücken fallen. Das fände ich nicht gut. Die bewegen sich ganz langsam zwar nur, aber im falschen Moment könnten die unangenehm werden. Kümmern uns erstmal um den da vorne. Der andere braucht noch eine Weile. Wollen die denn hin? Ungünstig wieder an den Kanten zu kämpfen, da funktioniert das alles nicht so gut. Wo ist der andere jetzt lang? Und wo kam die überhaupt her? Ah, hier unten ist ein Aufgang. Ah, gut. Danke, dass ihr uns den gezeigt habt. Sehr hilfreich.
Okay, naja, wenn Nahkämpfer einen auf Entfernung sehen, dann zeigen sie einem den Weg. Na gut, okay. Oh, ein Inquisitionsschild, das ist ja noch besser hier. Wow. Was haben wir denn da? Ein effizient gestalteter Schild, der einst von einem natürlichen Inquisitor getragen wurde. Schauen wir uns mal an, was das kann. Das ist bestimmt besser als unser, was wir jetzt im Moment tragen. Haben wir immer noch das Runenbollwerk. So. Ah ja, auf jeden Fall deutlich mehr Abwehr. Ausdauerstabilität 60 und Ausdauerregeneration minus 60%. Klingt erstmal nach einer absoluten Verbesserung. Legen wir das mal an. Lesen uns mal durch, was da noch dazu steht. Ein effizient gestaltetes Schild, das einst von einem natürlichen Inquisitor getragen wurde. Als das Licht verblasste, wandten sich die Menschen von Natyros gegeneinander und versuchten, jede Spur von Dunkelheit in der Bevölkerung zu zerstören. Sogar meine Seherkollegen wurden blind für alle, bis auf den Verdacht ihrer Nachbarn, Amara. Okay, gucken wir uns das Schild mal an. Sag mal, es war hier wenig Licht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Mal schauen. Wir legen es mal an, aber man kann es kaum erkennen. Na gut, man kann auch mal die Fackel da bzw. in die Laterne von Jockel stellen. Und das Drunschild. Okay, aber wir werden mal wieder die Laterne rausholen, das ist besser. So, ah ja, hier oben kann man auch noch was erreichen. Das ist natürlich ganz toll. Sehr schön, klettern wir hier erstmal hoch. Ja. Scheint auch keiner mehr zu sein. Nee. Gut. Und wir haben nochmal Sapiensmus. Sehr schön. Gut, aber kommen wir hier weiter? Können wir da hochspringen? Nee, scheinbar nicht. Was holen wir uns hier? Okay, dann scheinen die uns hier nur ein Versteck gezeigt zu haben. Nee, ich denke, da kommen wir auch nicht hoch. Okay, das sieht nochmal Sackgasse aus. Das Sackgasse. Oder hier hinten irgendwo? Nö. Hier kommen wir nicht weiter. Absolut nicht. Gut, dann müssen wir da wieder hoch. Gut. Aber um die mussten wir uns ja definitiv kümmern, die uns hier angegriffen haben. Sonst wären die uns in den Rücken gefallen. Das wäre sicherlich nicht gut gewesen. Die wären garantiert in einem Moment gekommen, wo wir das ja nicht hier brauchen können. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben ja einige gesprenkelte Pilze hier von. Ich würde gerne mal innehmen und nicht die Flasche benutzen. Und wie von einem Ritualstein ist ja noch nicht eine Spur zu erkennen. So, ah, schön mit diesen, mit diesen Runenanimationen, die ja aus einem raussprenkeln. Solange der Pilz wohl wirkt. Ja, jetzt hat es aufgehört zu regenerieren. So, jetzt hatten wir hier links gerade den Speerwerfer erledigt. Und jetzt hier ein bisschen umgesehen. Ja, wie man da hochkommt, ist die große Frage. Ich werde mal nicht versuchen, darüber zu springen, oder? Probieren wir das. Uiuiui, doch, das könnte klappen. Das ist eigentlich kein Problem, darüber zu springen. Ganz einfach. So. Das war ja kein Problem. Hier hinten liegt noch eine Feder. Ganz hervorragend. Dann war das auf jeden Fall das Richtige. Und wir haben nochmal eine weiße Aschenfeder hier gefunden. Und nochmal plus 2 auf Ausdauer bekommen. So. Ah, da hinten sitzt wieder einer. Ah, den mal vorsichtig nähern. Oh, jetzt hier nicht runterfallen. Hier kommt man auch wieder nicht weiter, offensichtlich. Ne? Das sieht nicht so aus, jedenfalls. Hier kann man irgendwo hochklettern. Und ein Mönch zum Bewerfen sehe ich gerade auch nicht. Nun jetzt. So, aber da wäre man mit dem. Ah, da wäre man mit dem Speer rüberkommen. Deswegen sitzen hier zwei Mönche. Das wird jetzt da drüben ein Mönch. Okay. Wir gucken uns ja aber erstmal links um. So, dann ist das mal so ein Dicker. Na, da hinten. Müssen wir uns um den erstmal kümmern. Oh, Moment. Liegt es richtig, dass da oben einer mit dem gelben Questsymbol steht? Ja. Der muss das Fiske sein. Dann holen wir uns erstmal den Dicken da hinten. Der ist ja deutlich gefährlicher. Oh, der sitzt immer einer am Feuer. Holen wir uns den erstmal. Wieder einer mit der Fackel. So, der ist erledigt. Jetzt holen wir uns den Dicken. Mittlerweile mag ich ja die Speere sehr. Und das ist relativ langsam noch. Aber gleich schneller. Der mal doch schon. So. Au. Das ist auch schon erledigt. Au, weia. Der haut aber auch mal drin. So. Oh, dann nehmen wir nochmal einen Schluck aus der Flasche. Und Pilz hier essen. So. Sind wir wieder voll. Sehr schön. So. Ah ja, der kommt ja schon. Da kommen sie auf jeden Fall zu zweit, so wie es aussieht. Und warten wir mal auf sie. Der eine kommt direkt, der andere kommt ja nicht. Was machen wir? Was macht ihr jetzt da? Kommt ihr jetzt mal? Lasst es bleiben. Jetzt kommt der eine. Gut. Nicht so schlimm hier. So, erledigt. Und
Kommt Fiske da auch noch runter oder müssen wir zu dir hochkommen? Wenn er sich nicht bewegt, gucken wir uns erstmal an, was das Skelett dabei hat. Einmal Sapiensmus. Sehr schön. So, hier unten liegt auch noch was. Dann gucken wir da mal rum, ob hier vielleicht irgendeiner noch versteckt steht. Das wäre natürlich unendlich. So, was haben wir hier noch? Nochmal Sapiensmus. Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir uns den da von der Seite irgendwie nähern können. Ja, da scheint es einen Abgang zu geben. Da kommt er auch, so wie es aussieht. Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Da ist er. Da springt er jetzt gerade runter. Der sieht aber nicht so gefährlich aus. Mal sehen, ob der was kann. Wir können erstmal ins Leere hauen. Wir auch. Nö, der kann ja nicht. Okay. Und wir haben Fiskus Köder gefunden. Sehr schön. Und dann kommen wir zum vaganten Ruheplatz zurück. Aber wir werden uns erstmal da oben umschauen. Da liegt natürlich was. So, wenn ich hier schon bei so einer Art, naja, Boss-Gegner möchte ich zu dem beinahe gar nicht sagen. Aber bei so auf jeden Fall Quest-Gegner steht, kann das garantiert mit jemand. Hier ist noch ein Eingang. Okay, gehen wir erstmal runter. Boah, Sagung, Sapiensmus. Na gut, okay. Hochklettern sieht nicht gut aus. Nee, okay, immer wieder die Leiter. Mal andersrum wahrscheinlich machen sollen. Gut, auch in Ordnung. So, an die Hocke vorbei. Interessant, dass wir die Leiter... das nochmal so ein Dicker. Mal sehen, wir müssen hier durchkommen. Au, jetzt ist der Jockel aber direkt eben auf den Kopf gekriegt. Jetzt kriegt er aber eben auf den Kopf. Und da ist auch erledigt. Gut, das hat bestimmt weh getan, was der Jockel abgekriegt hat. So, okay. Ah, wir haben ja noch ein Skelett gefunden. Was haben wir hier? Knackender Speer. Fällt wie ein Blitz von Himmel. Aha. Eine neue Speersorte. Mhm. Macht 55 Schaden. Schlechter? Ist schlechter als unser gealterter Speer. Interessant. Dann lesen wir mal, was dazu steht. Die Asche zu sammeln, um diese Speere herzustellen, ist eine gefährliche Aufgabe. Aber keine andere Substanz ist bekannt dafür, mit solch verheerender Kraft zu explodieren. Ah ja. Auf deine Beute wirst du wie ein Blitz fallen. Borsa. Hm, hier muss auch die Speere herstellen. Ich hoffe, sie kann denn bald für uns diese Speere herstellen. Denn das scheint, ja, die scheinen Explosivspeere zu sein. Da erklärt so ein bisschen, das werden die Speere sein, die hier mal auf uns geworfen haben. Dann müssen die wahrscheinlich auch Flächenschaden machen. Naja, okay. So klingt das für mich jedenfalls. Gut, haben wir das. War das die Sache für Ayla hier mit Fisker. Gut, dann können wir jetzt uns, wo wir schon beim Thema Speere sind, mit dem Knochenspeer mal ausrüsten. Dann haben wir hier links ja schon den Übergang entdeckt. Mal rüber zu dieser interessanten Gestalt. Garantiert irgendein, irgendeine Gottheit oder ähnliches. So. Das ist wie eine große Voodoo-Puppe. Ja, sehr interessant. Oder vielleicht einer der Ältesten der Dunkelheit. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht verehren die hier den ja. Heißt ja der dritte Älteste, den wir noch begegnen werden, höchstwahrscheinlich. So, schauen wir mal. Oh, da steht wieder so ein Dicker. Das ist nicht gut. Ich mag die nicht. Die sind ziemlich verheerend. Und, da stehen gleich zwei von der Sorte. Ah, wir müssen auf jeden Fall wieder den anderen Speer anlegen. Oder wir könnten auch einfach mal den knackenden Speer ausprobieren. Die Idee liegen hat dafür. So, machen wir das mal. Werfen wir mal von hier auf den oberen. Ich hoffe, dann kommt der Dicke noch nicht. Das hat gesessen. Aber jetzt kommt der. Au. Das hat gesessen. Ja, sag ich doch. Wir müssen hier raus. Wir dringen raus aus der Ecke. Oh, da ist noch einer. Wir uns erstmal. Oh, das sind so ja zwei von der Sorte. Okay. Gut. Hat Jochen sich um den gekümmert? Ja, hervorragend. Sehr schön. Oh, fiese Stelle hier. So, dann haben wir hier eine mittlere Scoria-Menge. Sehr, sehr schön. Gut. Also langsam wird aber mal Zeit, dass wir wieder mal einen Ritualstein finden, Lumik. Das ist von der Entfernung her. So. Erstmal die Leiter hier. Sehr vertrackt gebaut. Ja, mal bin gespannt, wo wir noch hochklettern können. So. Kommt jetzt gleich wieder einer oben, der uns hauen möchte? Sieht nicht so aus. Okay. So, und da haben wir noch einen Feiglingsüberrest. Also falls wir hier keine Lust mehr haben, können wir damit zurückgehen. So, ja, dieselbe Passage nochmal.
Na, ich vermute ja, wie gesagt, dass das da hinten der dritte Älteste der Dunkelheit ist. Na, mal schauen, ob ich recht haben werde. So. Jedenfalls hat er sehr große Ähnlichkeit mit den anderen, die wir schon gesehen haben. So, ich hoffe, da drüben überrascht uns keiner. So, nur erstmal den Mönch da zu treffen. Schattenschritt macht wirklich Spaß. So, gut. Interessant. Gut. Sehr schön. So, gucken wir mal weiter. Interessante Konstruktion. Ah ja, dann ist das also... Und keine Spinne. Und dann wird das wahrscheinlich auch der sein. Dann werden die den hier verehren. Dann leuchtet ein Feuer. Da sitzt einer. Okay, ich dachte schon, das ist ein Dualstein. Das wäre natürlich viel schöner gewesen. Da sitzt einer. In der Schmiere. Das ist nicht... Au! Okay. So, war die trunken? Oh, Jockel hat da Freunde gefunden. Naja, die Freunde kämpfen aber gerade hier mehr mit uns. Au, 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 au. Okay. Das war okay. War überraschend. Okay, gut. Meine Güte. Gut zu jauen. Aber wir halten doch schon mittlerweile ganz gut was aus. Das ist natürlich von Vorteil. So, haben wir erstmal noch mal... Oh, was haben wir da gefunden? Ein mit Asche versetzter Tyrannenhammer. Holz und Metall, verbunden für den Kampf. Oh, klingt nach einer Zweihandwaffe, würde ich erstmal so sehen. Sehen? Ja, ist eine Zweihandwaffe. Und macht 172 Schaden und hat eine kritische Trefferchance von 0. Mhm. Und seit immerhin 13. Also schlechter. Erstmal so per se. Mit Asche versetzt, das muss dieselbe Stufe sein, okay. Schaden 217. Naja, scheint ein bisschen mehr höheren kritischen Schaden zu haben, so wie ich das verstehe. Okay. Wird aber einen schlechteren Grundschaden. So, was steht denn dazu, dem mit Asche versetzten Tyrannhammer? Obwohl nur wenige die raffinierten Waffen früherer Zeiten herstellen können, bleibt genug Wissen, um Metall und Holz in tödliche Formen zu schmieden. Was hochgeht, kommt auch runter. Eiler. Wir sind ja fast so die Zitate wie die von Jockel. Ah ja, Stacks gehen hier wohl bloß für 9 mit den Feiglingsüberresten. Ah, na gut. Eigentlich auch mehr brauchen wir nun wirklich nicht. 9 sind eigentlich mehr als genug. Gut, also schauen wir mal weiter. So, da unten hängt noch ein Skelett und da sitzt noch einer. Der möchte doch jetzt hier garantiert sich mit uns beschäftigen. Ja, auch erledigt. Sehr schön. Gut, da drüben meditiert einer. Gut. Nochmal Sapiensmoos. Da drüben liegt auch noch was. Aber da habe ich keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Möchte ich jetzt an die Ohren ausprobieren. Und wenn wir da an denen nicht rankommen, da wüsste ich auch nicht. Obwohl, wir kommen da drüben garantiert lang. So. Oh, hier ist noch eine Höhle. Oh, da ist ein Dualstein. Ist hier noch einer? Ne, hier ist keiner weiter. Sehr schön. Hervorragend. Oh, der hätte man beinahe übersehen. Meine Güte. Den haben sie ja schick platziert. Aber von dem Ritualstein kann man nicht reisen. Das ist aber hier mein. Na gut. Gut, haben wir erstmal gespeichert. Sehr schön. Gut, dann können wir uns hier weiter umgucken. Das finde ich ganz hervorragend. Gut, machen wir das. Erstmal ist die Flasche wieder aufgefüllt. Das ist immer das Wichtigste. So. Haben wir da den Gegner schon mal gehabt? Ich glaube nicht. Also werde ich mir den lieber mal mit dem Speer vornehmen. Ich weiß nicht, was das für Inner ist. Das ist ganz schwer einzuschätzen gerade. Er kriegt erstmal ein Speer ab, das steht fest. War ein Mönch oder so. Ah ja, nee, das ist wieder einer von den Großen. Na, der kann sich ordentlich Speer erstmal einfangen. So, ich hoffe, der fällt dann auch mal irgendwann um. Ein Uni-Endlos-Speer hier, die sind ganz schön teuer. Auf Weiher. Na vorne, erledigt. So, jetzt kommen wir dahin. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie hier durch. Ich hatte irgendwie Vermutung, dass das hier vielleicht geht. So, erstmal die Laterne auspacken. Ja, so kommt hier. Oh, hat er den Weg nicht gefunden? Naja. Groß, aber wahrscheinlich nicht gerade viel Intelligenz. Na gut. Und eine Sapientwurzel. Sehr schön. Gut. Aber das Skelett, das wird mich jetzt eigentlich schon in der Uni runterrutschen. Möchte ich hier bestimmt nicht. Oh, da oben steht auch noch einer. Und da oben ist auch noch was. Wie kommt man denn da hin? Höchstens mit dem Schattenschritt da hoch. Mhm. Das leuchtet mir jetzt aber nicht ein. Da oben scheint es ja nicht weiter zu gehen. Da hinten liegt auch noch irgendwas. Wir versuchen das mal. Also, wieder die billigen Speere ausrüsten.
Knochensperre. Und dann werden wir mal versuchen, da hinzukommen. Vielleicht hier, wenn man die von hinten trifft. Hieß ja eigentlich, man soll es ins Herz treffen. Nee, geht von allen Seiten. Sehr schön. So. Oha. Oha. Auf jeden Fall ist hier irgendwer wild am Kämpfen. Das bin ich nicht. Oha. Auch hier durchs Feuer. Macht uns ein bisschen Schaden. Und der ist auch erledigt. Und wir haben noch irgendwas gefunden hier. Skelett. Sehr schön. Eine große Skoria-Menge. So, damit hat sich definitiv der Einsatz des Speers hier gelohnt. Vielfach bezahlt. Oh, und Jockel ist verschwunden. Das finde ich nicht gut. Oha. Oha, wir kommen jetzt hier wieder zurück. Oh. Keine gute Sache. So. Ist vorsichtig. So, Jockel gefällt mir das wieder nicht. Mag ich nicht. So, hier haben wir noch einen Verschlag offensichtlich. Oh, sehr schön. Das hat sich doppelt gelohnt. Und wir haben eine schwarze Aschenfeder noch gefunden. Hervorragend. Und da haben wir auch eben gefunden, wo wir an den rankommen. So, den werden wir uns aber mit der zweiten Waffe vornehmen. Fährt er gleich beim ersten Treffer oder so. Hat er sich jetzt selber gesprengt? Runtergefallen? Weg. Nun gut. Wir kommen hier, glaube ich, wieder zurück da unten hin. Hervorragend. Sehr schön. Das hat sich ja gelohnt. Gut, da Jockel jetzt weg ist, würde ich sagen, nehmen wir den Weg darunter auch. Dann können wir jetzt nämlich am Ritualstein uns Jockel wiederholen. So, das klappt hoffentlich. Uiuiuiui. Bop. Hervorragend. Genau dafür gemacht. Hat genau gepasst. Hervorragend. Sehr schön. Gut. Boah, was weitere Ziege erstmal nicht. Bin gespannt, wie wir da oben weiterkommen. So offensichtlich ist das definitiv nicht. Nun gut. Okay. Na, und ist noch ein Skelett. Könnte man wahrscheinlich von hier aus jetzt da runterspringen. Runterrutschen und wieder irgendwie hoch. Naja. Muss ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Ist zu einfach, daran zu kommen. Gut, also. Würde ich sagen, an dieser Stelle würde ich mich dann von euch wieder verabschieden wollen. Ja, genau. Hier werde ich mich von euch wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, die Folge. War ja sehr interessant hier in der Schlucht, im Webstuhl. Und ja, dann werden wir mal sehen, wenn wir beim nächsten Mal weitermachen hier. Und uns weiter durch die Schlucht schlagen. Ja, also, ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Macht's fein, ciao, ciao und bis bald.